So, hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play mit einer VR-Brille. Ich habe ja in der Vergangenheit schon mal ein paar Mal VR-Aufnahmen ausprobiert und ich dachte mir, jetzt probierst du es nochmal erneut aus. Es ist sehr ungewohnt, weil ich komplett abgeschottet bin, deswegen fühlt es sich das gerade ganz komisch an, zumal ich muss erst mal ganz kurz gucken, in welche Richtung ich stehe. Okay, gut. Nicht, dass ich hier gegen die Wand laufe. Ich habe zwar hier unten meine Markierung, dass man sieht. Ich weiß ja gar nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme sieht. Und ob das überhaupt funktioniert. Ich werde jetzt erstmal aufnehmen. Und dann werde ich mir die Aufnahme anschauen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach komplett umsonst gespielt. Beziehungsweise für mich alleine gespielt. Wir spielen Tales of Glory, das habe ich schon ein paar Mal gespielt. 12 Stunden insgesamt Spielstunden habe ich drin. Wie viele Stunden davon ich verbracht habe, das Spiel zum Laufen zu bekommen. Also nicht, weil halt quasi das Spiel kacke ist, sondern weil ich Probleme mit der Brille hatte. Kann ich leider nicht sagen. Es ist halt ein Ritterspiel, nenne ich es einfach mal. Man hat halt verschiedene Waffen. Zum Beispiel hier kann man das Teil nehmen. Das kann man das hier hinten sich draufpacken oder so. Ah ja, das habe ich nämlich so noch gar nicht ausprobiert. Kann jetzt hier... Nee. Ich weiß gar nicht, warte mal, wie man mit dem Bogen schießt. Ah. Irgendwie könnte man das irgendwie... Ah ja, alles klar. Wir schauen mal, ob wir was treffen. Oh ja, das ist schon mal auf jeden Fall daneben. Das auch. War nicht so einfach, mit so einem Bogen zu schießen. Gucken wir mal. Nee, ich glaube, das wird nicht unsere Waffe der Wahl. Wir müssen ihn auch ziemlich hochhalten irgendwie. Ha, zumindest schon mal getroffen. Aber wie gesagt, die Waffe der Wahl. Oh! Wir können aber auch das hier nehmen. Tut mal, das schmeiß auch das hier mal weg. Packen das hinten drauf. Okay. Also. Na, Pfeil da drauf legen. So, und dann können wir hier. Vielleicht müssen wir da auch ein Stückchen näher rangehen. So, nimm das. Du Bastard. Zack. Na, da treffen wir schon ein bisschen besser. Wir machen aber jetzt gleich mal eine Spielrunde. Und zwar. Gucken wir mal. Wir spielen auf moderat, würde ich sagen. Wir sind noch nicht so geübt. Max Numbers of Active NPCs. Ja, 20 ist, glaube ich, okay erstmal. Und ich würde sagen, wir machen eine Quick Battle. Custom Battle? Arena? Custom Battle? Machen Quick Battle. Kanchiwogo! Ich merke, dass es ein bisschen ruckelt. Ich glaube auch, dass es dann in der Aufnahme zu sehen ist. So, wir sind jetzt hier im Winter, in einer Winterlandschaft. Das passt ja sogar aktuell, ist ja auch Winter. Und wir suchen uns jetzt erstmal eine Waffe aus. Wir müssen dann, wenn wir fertig sind, unsere Arme hochreißen oder halt quasi aus dieser Safe Zone rausgehen. Wir können hier unsere Rüstung ändern. Wir haben aber jetzt aktuell die Rüstung an. Wir können, wenn wir auf die Figur draufdrücken, uns auch eine andere Rüstung anziehen. Ich will mal gucken, ob wir uns das auch auf den Rücken packen können. Ja. Okay, das ist gut. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das hier? Das sieht gefährlich aus hier, oder? Oder so eine Axt? Nee. Nee, wir nehmen das hier. So einen komischen Knüppel. Nein, das nehmen wir nicht. Boah. Steuerung ist eigentlich ganz gut. Ich
finde auch, man bekommt hier sehr selten Motion Sickness, muss ich sagen. Auch wenn man hier diese Fließbewegung hat. Das habe ich bei anderen Spielen tatsächlich stärker. Wir brauchen ein Schild. Ich würde so ein großes Schild nehmen hier. So. Und kein allzu langes Schwert, habe ich nämlich festgestellt. Oder? Was haben wir denn hier Schönes? Das ist vielleicht ein bisschen... Das ist ein Messer. Das wird auch tatsächlich... Oh, geil! Ah, großartig! Das ist ja cool. Okay, na gut. Wir nehmen... Oh, hier! Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist er? Naja, okay, gut. Wir nehmen ein Schwert. Was haben wir denn da hinten noch für Schwerter? Was gefällt uns denn am besten? Das sieht ganz gut aus. Das ist zwar ein bisschen lang, obwohl ich gerade gesagt habe, nimm mal nicht so ein langes Schwert. Aber das sieht gut aus. So, können wir das eigentlich auch? Nee, das können wir nicht auf den Rücken packen. Wir können es aber wie ein Gehstock benutzen. Und wir werfen es hoch und... Es ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, der Ton passt auch. So. Wie können wir jetzt reiten? Ich bin hier, glaube ich, in dem Spiel noch kein bisschen geritten. Ich weiß es nicht. Hallo? Kille, kille, kille. Na gut. Ich würde sagen, wir starten mal los. Und auf geht's. There's no escape for you, swine! Los geht's! Ab aufs Fressbrett! Bin ich jetzt hier alleine? Na. Mir fehlt so ein bisschen die krasse Musik. Epische Musik. Spiele ich vielleicht noch ein. Lauft! Für euren König! Für euren König! Den irren König. So, wir überfallen jetzt dieses Lager, glaube ich. Oh, der Arm wird schwer. Oh Gott, der Arm wird schwer. Oh, oh. So eine Ritterrüstung, mit so einer Ritterrüstung ist schon recht schwierig zu laufen. Ich bewege mich mal ein bisschen, damit das so ein bisschen aussieht, als würde ich so auch wirklich im Spiel sein. Los! Oh. Bis jetzt haben wir noch keine Gegenwehr. Oh, hier ist aber glatt. Hier ist aber glatt. Ich hätte meine... Was war das? Oh. Aha. Moment. Das war, glaube ich, irgendwie... eine Brücke oder sowas. Kann das sein? Ich bin so ein bisschen weit ab vom Schuss irgendwie, hä? Da sind sie. Die Berliner. Das sind die Berliner, sage ich euch. So, sind das meine Freunde? Hallo? Ich bin gelb. Okay, alles klar. Für den König. Da. Zack, zack, zack. Zack, zack. Das ist aber blutig. Der ist tot. Zack! Zack! Jawohl! Oh, mein Schwert ist ganz schön blutig. Wir müssen aufpassen, nicht, dass sie in den Rücken fallen, die Kollegen. Und. Oh, der blockt! Der blockt! Ist das der Ritter aus? Zack! Bleib liegen! Bleib liegen! Das ist nicht dein Montag! Ich helf dir! Zack! So, bei Game of Thrones sieht das immer ein bisschen ganz anders aus. Sieht's einfach aus. Kicks! 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 Kille, kille, kille! Kille, kille,
Killer. Ja, ne? Na du? Na? Au. Fuck. Au. Ich glaube, ich werde von hinten irgendwie gelagert. Das ist ganz schön hartnäckig, der Kollege. Was ist denn hier los? Da ist noch einer. Umdrehen. Oh, der hat. Stupid Urchin. Zack. Oh, der blockt. Das hat er jetzt nicht kommen sehen. Bleibst du liegen? Da ist noch einer. Das ist, also ich finde das ganz cool, wie die, wie man quasi wirklich mit dem Schwert abblocken kann. Gut, ich wäre zwar jetzt im richtigen Leben wahrscheinlich schon tausendmal gestorben. So, wir haben da oben das Ziel erreicht, scheinbar. Ah ne, warte mal. Ah, au. Du blutest ein wenig. Oh, hast du das gesehen, wie er sich gedreht hat? Oh, das war ein Finisher. Das war ein klassischer Finisher. Zack. Hallo? Oh, Alter! Das, wenn man so leicht reinkickst, passiert nicht, dann muss wirklich hier so. Krass. Okay, ich glaube, wir müssen das nächste einnehmen. Destroy them all! Revenge. Das ist aber Barbar hier. Das ist ein Söldner. Jawohl. Los geht's. Oh, habt das gesehen? Warte, holt er die Speere her? Ja, ja. Da, komm her. Und jetzt hast du keine Waffen mehr, ne? Zack, zack. Zack! Zack! Wir können übrigens auch treten. Genau so. Aber den nehme ich. None shall survive! Okay, der ist hin. Da kommt noch einer. Den nehme ich. Zack! Zack! Bleib! Ja! Liegen! Der hat mein Schild kaputt gemacht. So, next one. Oh, der sieht. Oh, der hat das aber jetzt direkt geblockt. Oh, da oben Bogenschütze. Oh, noch einer. Eieiei, bleibst du liegen. Zack, zack, zack. Jetzt aber ja. Mein Freund, au! Oh. Oh, aus dem Kopf abgehackt. Oh. Wo ist er denn hin? Mal drehen. Wo ist er hin? Ach, da. So, die Steuerung ist relativ simpel. Man muss halt bloß in allen Richtungen achten.
So, ich guck mal, wo die nächste... For the King! Wo sind meine Gefolgsleute? Alter! Yeah! Das ist aber jetzt hier. Zack, 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 zack. Geht wie es Brot backen. Blocken. Freedom! Ich muss aufpassen, dass ich mit dem Controller nicht gegen die Wand haue und die Hand breche. Alter! Wo sind meine Kumpanen? Wo sind die hin? Eine Schadensanzeige? Irgendwie nicht. So, meine Freunde. Komm her. Oh, krass. Wenn das nicht getan hat. Ach, jetzt, wo ich vorbereitet habe, kommen sie alle an. Kann ich jetzt den noch den Kopf abpacken? Das ist aber ganz schön blutig. Au! Au! Da kommen sie wieder. Hose! Also ich glaube, so langsam sieht meine Rüstung nicht mehr viel aus. Schon ein Blutspritzer. Es ist aber hier Schluss. Raste ich aber aus hier. So, wo ist denn jetzt hier dieses... Da muss ich hoch. Irgendwie muss ich da hoch. So. Da hinten ist noch eins. Wir müssen die Fahne quasi... Au! Oh, weg! Ja, ja. Zack! So, meine Freunde, ich nehme das jetzt ein. Ganz alleine. Zack, 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 zack. Ha, blocken, 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 Angriff, blocken, blocken, Angriff, blocken, blocken, Angriff, blocken. Oh, sag ich jetzt mal. Ah nein, jetzt habe ich irgendwie das Menü aufgerufen. Los. Cool wäre ja, Multiplayer. Da kann man gegeneinander spielen. So. So, das wird eingenommen. Jawohl. Ich rieche Gewalt. Oh, habt ihr das gesehen? Der hat den voll den Headshot verpasst. Au. Das hat weh. Eunuch ist er jetzt. Jetzt ist er ein Eunuch. So, da hinten kommen die nächsten. Ich glaube, ich drehe mich gerade mein Kabel ein. Oh, hier gleich mit zwei Schwertern, Alter. Das ist jetzt aber nicht viel geleistet hier, mein Freund. Bleib liegen.
Da haut er ab. Ja, siehst du? Guck mal, die habe ich ja. Ne, Gottmode oder was? So. Armschweine, Bogenschützen. Die treffen sie mal schnell. Du. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, gleich tot. So, wir sind im feindlichen Lager angekommen. Oh, fuck! Alter Schwede. So. Was war das? Gut. Es sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, hier müssen wir hin. Für den König! Hallo? Oder doch nicht? Ich muss mich mal kurz mal nach in eine andere Richtung drehen. So. Ich weiß nämlich leider gerade nicht, in welche Richtung ich gucke. Im Raum. Ah, hier, guck mal da. Ich glaube, das haben wir jetzt eingenommen. Sind wir jetzt durch? Sind wir jetzt durch? Haben wir es geschafft? Ich glaube schon. Irgendwas knackert hier im Hintergrund, höre ich. Na gut. Ich würde sagen, das reicht erstmal als Test. I don't step on toes. I step on rocks. Death to the enemy. Rocks there. Und nun? Jawohl. Guck mal, jetzt haben wir hier. Wir haben gewonnen. Das ist klar. Enemies 102. Dead 102. Unsere 45. Naja, gut. Wir haben aber auf jeden Fall ordentlich was gerissen. Gut. Dann gehen wir zurück ins Menü und dann würde ich sagen, das war's erstmal. Gut, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr VR-Content sehen wollt, dann sagt einfach mal Bescheid. Ich gucke mal, ob ich das halbwegs vernünftig aufnehmen kann. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns weiterhin bei Vintage Story. Und mal gucken, ob die Folge hochgeladen wird, wie die Qualität aussieht und ob das überhaupt funktioniert hat. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Und tschüss.